Salat ist so eine der langweiligsten Sachen, die man überhaupt essen kann, richtig? Falsch! Viele sagen zwar immer, dass Salat richtig langweilig ist, aber ich glaube, die haben einfach noch nicht den richtigen Salat gefunden. Aber man kann es auch niemandem verübeln, weil selbst in manchen Restaurants kriegt man, wenn man einen Salat bestellt, einfach einen ganzen Kopf. Wenn du dann so ein Ding essen musst, kann ich mir schon vorstellen, dass es langweilig wirkt. Aber keine Sorge, ich zeig dir jetzt erstmal, wie du einen richtig guten Salat machen kannst mit selbstgemachtem Balsamico-Dressing. Viel Spaß. Und mit dem Dressing oder auch Vinaigrette kannst du auch direkt schon anfangen. Das bringt nämlich tatsächlich wirklich eine Menge Geschmack dran. Und so eine Vinaigrette besteht grundlegend eigentlich immer nur aus diesen zwei Zutaten. Öl und Essig. Und in meinem Fall, um genau zu sein, Olivenöl und Balsamico-Essig. Wenn man diese zwei Sachen, also Öl und Essig, zu gleichen Teilen zusammenmischt und mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzt, hat man fast immer schon wirklich ein perfektes Dressing für jeden Salat. Ich will aber heute ja ein Balsamico-Dressing machen, deswegen muss ich auch Balsamico-Essig nehmen. Und dazu passt dann das Olivenöl halt auch einfach ganz gut. Dann brauchst du noch eine halbe Zwiebel, die du einfach ganz fein würfeln kannst. Alternativ kannst du auch eine Schalotte nehmen, aber mit einer Zwiebel geht's auch. Salz und Pfeffer brauchst du natürlich auch noch und eine ordentliche Menge Basilikum. Den Basilikum musst du auch einfach nur klein schneiden und dafür kannst du dir einfach so ein paar Blätter zusammenlegen und dann nimmst du die und rollst die einfach wie ein Joint zusammen. Wenn du ihn dann zusammengerollt hast, schneidest du ihn einfach nur noch klein und der Basilikum ist fertig. Und ja, du kannst ihn auch einfach auf dem Brett zusammenrollen. Als letztes brauchst du dann gleich einfach nur noch einen Teelöffel Dijon-Senf. Der bringt nochmal einen kleinen Kick mit dran und bindet das Ganze nochmal ein bisschen mehr. Jetzt musst du daraus natürlich auch ein Dressing machen. Und dafür kannst du alles außer das Olivenöl in eine Schale tun und einmal kurz durchmischen. Und dann musst du, während du die ganze Zeit das Zeug durchklatscht, dein Olivenöl langsam reinträufeln. Du merkst schon, das ist ein bisschen aufwendig und irgendwie gar nicht so wenig Arbeit. Und ganz ehrlich, das ist zwar die Profikoch-Variante, aber du musst es gar nicht so machen. Du kannst ja auch einfach so eine Dose oder sowas nehmen und dann füllst du dir dein Zeug da rein, dann nimmst du dein Olivenöl und füllst das auch noch mit rein. Ich nehme dann immer so die gleiche Menge Olivenöl und Balsamico-Essig. Dann musst du dir noch deine Dose nehmen und die einmal richtig durchschütteln. Oh. Okay, du solltest natürlich dafür sorgen, dass deine Dose nicht kaputt ist. Also einmal kurz wegwischen, ab ins Glas füllen und dann wirklich einfach richtig schön durchschütteln, bis es eben so aussieht. Ich hatte das jetzt vorher noch nicht mit Salz und Pfeffer gewürzt, sondern mach's jetzt erst. Dann kann ich es nämlich auch direkt einmal abschmecken und gucken, wie viel ich davon dran mache. Und mir war es dann noch nicht süß genug, deswegen habe ich ein bisschen Honig mit dran gemacht. Das ist aber vollkommen optional. Wenn du das übrigens nicht mal so durchschütteln willst, kannst du dir auch einen Mixer nehmen und es halt darin mixen. Aber dann machst du nochmal wieder ein bisschen mehr Dreck und dadurch finde ich es halt einfach mehr Arbeit. Das war auch schon alles, was du fürs Dressing machen musst. Das kann an die Seite. Und dann kannst du mit deinem Salat weitermachen. Eigentlich würde ich dir jetzt empfehlen, einen Romana-Salat zu nehmen. Ich habe aber auf dem Markt keinen mehr bekommen, deswegen habe ich einfach so einen Kopfsalat genommen. Da habe ich mir dann einfach ein paar Blätter von abgemacht, die einmal gestapelt und klein geschnitten. Mach das aber nicht zu klein, sondern relativ groß noch, damit du auch ein bisschen was zum Beißen hast. Die habe ich dann einfach in so ein Ding geworfen, einmal kurz abgewaschen und abtropfen lassen. Als nächstes brauchst du noch ein paar von diesen Sherry-Tomaten. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie groß deine Sherry-Tomaten sind. Normalerweise würde ich die einfach nur halbieren, wenn die so klein sind wie auf der rechten Seite. Da ich aber hauptsächlich so große habe, habe ich die alle geviertelt. Die können dann auch an die Seite und dann brauchst du noch ein bisschen Gurke. Standardmäßig würde man jetzt auch so Viertel Gurkenscheiben machen, aber das ist auch schon wieder ein bisschen zu langweilig. Ich würde dir empfehlen, einfach die Gurke so ein bisschen einzuschneiden. Dann nimmst du dir so einen Sparschäler und schneidest einfach so richtig schöne Streifen runter. Das machst du dann mit jeder Seite, bis nur noch was von der Mitte überbleibt. Das kannst du dann wegsnacken oder irgendwas anderes damit machen. Als nächstes brauchen wir noch ein bisschen mehr Biss in unserem Salat. Und was ist da besser als eine richtig schöne Karotte? Für noch mehr Abwechslung lohnt es sich dann auf den Markt zu gehen, um so eine lilane oder rote Karotte zu bekommen. Die schmecken nämlich wirklich nochmal ein bisschen anders als normale und bringen dadurch halt einfach ein bisschen mehr Action in den Salat und wir wollen ja keinen langweiligen Salat. Eine normale Karotte ist aber natürlich auch okay. Die können dann beide einfach geschält werden und dann wie die Gurke in Streifen geschnitten. Hier mache ich das halt einfach, weil man dann nicht so richtig komische harte Stücke hat, sondern lange, recht einfach zu kauende Streifen. Ach ja, du solltest übrigens, wenn du so ein lilanes Ding hast, damit nicht unbedingt so viel an den Händen sein und schon gar nicht an Klamotten, weil die halt richtig verfärben und du denkst, du hast sonst was mit deinen Händen gemacht. Naja, egal. Das sind dann jetzt auch schon die Hauptsachen, die in den Salat kommen. Ich habe mir dann auf dem Markt noch ein paar entkernte Oliven und noch ein paar von diesen Mini-Chilis geholt. Die heißen übrigens Drop-Chilis, weil die heißen halt Drop-Chilis, weil die aussehen wie Tropfen. Das kann einfach auch klein gehauen werden und auch an die Seite. Jetzt kannst du dir nochmal ein bisschen Basilikum nehmen und den wie ein normaler Mensch auf deinem Tisch zusammenrollen und klein schneiden, weil so ein bisschen was schmeißen wir da auch noch so mit drüber. Wenn du dann alles vorbereitet hast, nimmst du dir einfach eine große Schale und packst deinen Salat da rein. Darauf verteilst du dann ein paar von deinen Tomaten, ein bisschen was von deiner Gurke, deine Karotte natürlich auch noch. Dann vergisst du nicht wie ich die Oliven und Drop-Chilis und packst dann dein Dressing noch mit darüber. Dann nimmst du deine Hände und mischst es einmal richtig schön durch, sodass überall was vom Dressing dran kommt. Und ja, du kannst auch Besteck nehmen, aber ich mach's am liebsten mit den Händen. Wenn dir der Salat jetzt immer noch zu langweilig ist, dann nimmst du jetzt noch ein Stück altes Brot. Ich habe hier einfach irgendein altes Weißbrot. Schneidest dir daraus zwei Scheiben und schneidest die Scheiben dann in schön gleichmäßige Würfel. Die sollten nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein. Und daraus machst du dir dann einfach richtig geile Croutons selber. Dafür nimmst du einfach eine Pfanne und heizt darin ein bisschen Olivenöl auf. Und mit ein bisschen meine ich schon eine gute Menge. Sobald das Olivenöl ordentlich aufgeheizt ist, würzt du das Öl mit Pfeffer, Salz und Oregano. Und dabei musst du übrigens relativ schnell sein, damit nichts verbrennt.
Bei mir ist aber bisher wirklich noch nichts verbrannt, also das klappt perfekt. Dann schmeißt du deine Brotwürfel da rein und mischst die einmal durch, sodass die komplett das Öl aufsaugen. Und dann müssen die erstmal auf der einen Seite richtig schön knusprig braten. Sobald die knusprig gebraten sind von der einen Seite, kannst du die so durchschwenken, dass sie sich einmal umdrehen und lässt sie nochmal von allen anderen Seiten auch ein bisschen dunkel werden. Wenn die dann so aussehen und sich vor allem auch so anhören, dann weißt du, dass du perfekte Croutons hast, die du dann einfach nur noch über deinen Salat schmeißen musst. Hierbei kann man es jetzt theoretisch auch belassen, aber ich toppe es natürlich nochmal. Und zwar ganz einfach mit einem Klotz Parmesankäse. Den nehme ich mir einfach und dann mit dem gleichen Sparschäler, mit dem wir die Gurke und die Karotte gemacht haben, schäle ich da einfach so ein bisschen was vom Käse runter. Und dann ist der Salat auch schon fertig. Und glaub mir, wenn du die Toppings, die ich da jetzt drauf gemacht habe, wirklich alle drauf machst und es exakt so machst, wie ich es gemacht habe, dann sollte der Salat wirklich überhaupt nicht langweilig werden.